Hallo, ich bin's Luise und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. In diesem Video geht es um die Literatur des Expressionismus. Ich werde euch erklären, in welche Zeit diese Epoche einzuordnen ist, welche Merkmale, Autoren und Werke ihr euch merken solltet und welche Ziele die Autoren verfolgten. Ich werde euch als erstes einen kleinen zeitlichen Überblick geben. Dann werde ich euch die wichtigsten Merkmale aufzählen. Der Expressionismus kann in zwei Phasen geteilt werden und diese folgen dann mit den markanten Merkmalen und Autoren und dazugehörenden Werken. Nach dem Video kannst du folgende Fragen beantworten. Welche Ziele hatten die Expressionisten? Was wollten sie verändern? Welche Gattung bevorzugten sie? Und welche Themen beschäftigten sie und warum? Du weißt mit den Begriffen der Literaturgattung umzugehen und kannst diese unterscheiden. Du kennst dich ein wenig mit der Geschichte und einigen Ereignissen aus, wie dem Wilhelminischen Kaiserreich, dem Ersten Weltkrieg und der Weimarer Republik. Und außerdem kennst du ähnliche Epochen, wie die NATO. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com